Herr Professor van der Bellen, danke für Ihre Zeit und es freut mich, Sie hier zufällig getroffen zu haben. Wie finden Sie dieses multikulturelles Fest, zu Tisch heißt das, in Wien? Ich finde das schön. Ja. Es hat den Reiz, dass man sozusagen sich dem Fremden mit Neugier nähert. Also da fallen ja die üblichen Barrieren weg, die es oft gibt. Nicht? Hier kommt man her, isst vielleicht ein bisschen was, trinkt was und verliert die Scheu, sich vielleicht mit jemand aus, keine Ahnung, Nicaragua oder Ghana oder Ungarn von mir aus zu unterhalten. Selbst Ungarn ist zwar sehr nahe, aber wer kennt das schon? Ich zum Beispiel nicht besonders gut, muss ich sagen. Ja? Na, ich habe da viel Sympathie dafür, weil es ist zwar alles schon längst vergessen, aber ich bin selbst auch ein sogenannter Immigrant der zweiten Generation. Also in Wien geboren, aber von nicht österreichischen Eltern. Und zwar welche Länder? Estnische Staatsbürgerschaft hatten wir lange, also aus dem Baltikum zugezogen. Und so finde ich, Integration ist schon gut. Manche sagen von mir, ich bin überangepasst, überintegriert in Österreich. Die Diversität sollte aber erhalten bleiben. Also zum Beispiel die Muttersprache, wenn man sie denn gelernt hat, finde ich, ist unbedingt erhaltenswert. Und nicht nur bei den sogenannten Autochtonen, also Slowenen zum Beispiel, den slowenischsprachigen in Kärnten, sondern bei allen, die hier leben. Ne? Leider hat die offizielle Politik von dieser Chance, dieser Mehrsprachigkeit noch viel zu wenig Kenntnis genommen.